Weltweit leben etwa 38 Millionen Menschen mit HIV, über 91.000 davon in Deutschland. Mittlerweile können Infizierte ohne Einschränkungen mit der Krankheit leben. 97% der Erkrankten in Deutschland nehmen wirksame Medikamente. Der Welt-AIDS-Tag ist der Tag der Solidarität mit HIV-positiven Menschen. Er wurde 1988 zum ersten Mal von der Weltgesundheitsorganisation ausgerufen. Denn über 9000 Menschen in Deutschland wissen nichts von ihrer Infektion und bekommen deswegen keine Behandlung. Dadurch besteht die AIDS-Pandemie weiterhin. Hier infizieren sich rund 900 Menschen pro Jahr mit dem Virus. HIV-Positive erfahren oft Diskriminierung aufgrund von Unwissenheit. Dabei können sie bei rechtzeitiger Diagnose leben wie alle anderen Menschen auch. Der Welt-AIDS-Tag soll deswegen aufklären. In diesem Jahr steht er unter dem Motto: Ungleichheit beenden, AIDS beenden, Pandemie beenden.